Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burg! Ja, hallo. Ich sitze jetzt hier mit Verena Kehrt. Verena, mir ist dein tolles Dirndl gleich ins Auge gesprungen. Wo hast du das denn her? Ach, du süße Maus, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Du hast eine unfassbar schöne Frisur. Ich stink da heute total ab. Ich habe einen normalen Pferdeschwanz. Aber dafür ein schönes Dirndl von der Lola Paltinger an. Sehr, sehr schön. Aber ich finde, schlicht ist auch immer gut. Also wenn die Haare ganz schlicht sind, steht der auch super. Ja, man muss auch oben mal so ein bisschen schlicht sein und sich dann langsam, wenn man nach runter schaut, die Herren der Schöpfung so vorarbeiten, gell? Das habe ich mir heute gedacht. Sehr gut, genau. Das ist ein guter Tipp. Bist du immer im Käferzelt oder findet man dich auch mal woanders? Ich bin tatsächlich nicht immer im Käferzelt, aber war bis jetzt dieses Jahr nur im Käferzelt. Das ist mein dritter Wiesenbesuch und alle drei Male hier im Käferzelt, ja. Was findest du am Käfer so besonders? Ach, das ist irgendwie so ein bisschen wie zu Hause, ne? Es ist gemütlich hier, es gibt das beste Essen, wie ich persönlich finde. Es sind nette Leute hier, man kennt sich untereinander. Irgendwie ist es halt für mich so die Anlaufstelle. Und was ist dein Lieblingswiesen-Hit dieses Jahr? Ich muss sagen, ich habe noch gar nicht den aktuellen... Was ist denn der aktuelle Wiesen-Hit? Oder was ist denn der Favorit des aktuellen Wiesen-Hits? Also ich finde ja immer noch die Klassiker. Also ich finde, dieses Jahr hat die noch gar nicht so rauskristallisiert, oder? Genau, das wollte ich jetzt nämlich auch gesagt haben. Also ich habe jetzt nichts Neues gehört. Ich bin nach wie vor für die ganzen Klassiker, die wir eigentlich schon seit 10 Jahren hören. Das Fliegerlied zum Beispiel. Das Fliegerlied. Ich bin eher so ein bisschen romantisch veranlagt. Dann so, weißt du, Herz hast wie ein Bergwerk. Also wenn das gespielt wird, dann ist für mich der schönste Moment im Jahr. Oh, schön. Du, und fährst du eigentlich auch mit Achterbahnen oder gehst du nur ins Zelt und isst ja was und trinkst was? Ich bin jetzt nicht so der verrückte Fahrtyp, muss ich sagen. Es gibt eigentlich nur 2 Fahrgeschäfte, die ich mich traue. Das wäre einmal die Wilde Maus oder einmal der Flohzirkus. Und danach setzt es bei mir schon aus. Also als Kind habe ich mich nicht getraut, als alte Frau heute traue ich mich nicht. Also wenn mich jemand einladen will, gerne Wilde Maus und Flohzirkus. Muss ja auch nicht sein. Es ist ja hier auch lustig. Du, und wie viele Mass verträgst du oder trinkst du lieber Wein? Bier oder Wein? Ich trinke gar kein Bier. Also ich mag kein Bier, ich trinke nie Bier, ich habe noch nie Bier getrunken. Ich trinke immer Wein und Wasser, wie man hier sieht. Und so ein bisschen Wein verträgt man schon. Um nochmal auf die Outfits zurückzukommen. Findest du Lederhosen besser oder Dirndl? Ja, natürlich Dirndl. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, was eine Frau tragen kann, außer Dirndl. Da gebe ich dir absolut recht. Und hast du noch für unsere Zuschauer einen Tipp für die Wiesen? Naja, auf jeden Fall, der erste Tipp ist mal vorbeikommen. Ich finde, es ist dieses Jahr nicht so eine ganz einfache Situation. Das kann man auch nicht wegdiskutieren und das muss man auch wirklich beachten. Aber ich finde trotzdem, dass wir uns den Wiesenspaß nicht nehmen lassen sollten und ich wünsche jedem eine friedliche Wiesen. Das ist doch schön. Vielen Dank fürs Interview und damit geben wir ab. Macht es gut, pfiat euch.